Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir werden heute ein bisschen unser Graffel verkaufen und haufenweise Goldmünzen uns versuchen zu verdienen und zu bekommen, damit wir uns die stärkste Drachenjägerrüstung überhaupt kaufen können. Die kostet nämlich 20.000 Gold und das ist ein schöner Brenner. Außerdem möchte ich jetzt schlafen gehen. Da wir ja besessen sind, werden wir auch gleich die Heilung der Besessenheit einmal zu uns nehmen. Ja, du fühlst dich erlöst. Sehr schön. Und somit legen wir uns mal ein bisschen hin. Oh, das tat gut. Sehr schön. So, ich werde auch gleich dann diese Drachenjägerrüstung hier gleich mitverkaufen. Ja, aber erst zum Schluss. Zuerst, wie gesagt, gehen wir nach Korinis, in die Hafenstadt. Also, Hafenstadt, da ist das Wasserle. So. Und da porten wir uns mal hin tun, ne? So. Juhu. Und da gehen wir auch gleich einmal zum Schwarzmarkt-Typi davon. Zum Hehler im Hafenviertel. Der nimmt uns nämlich die Goldsachen, also Gold, die Silbersachen ab. Hallo, Halvor. Da, bitteschön. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 350 Goldstücke. Alter, du, ey. Na dann. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Sind ja nur 7 Gegenstände. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Ja, ja. Verstehst du? Schon gut. Vierti. Ich hab da meine eigene Meinung. Das war der Händler Nummer 1. Jetzt laufen wir zu den Händlern da oben hin. Habe ich noch einen Sprinttrank? Nein, nicht mehr. Die habe ich alle versoffen. Ja, freilich. Was ist das eigentlich? Ja, ja. Die Tränen in Nos, genau. Also halt schon mal. Nein, stopp. Falsch. Ich halte starr auf, weil wir werden gleich zu Prosper gehen. Er wird zwar ein bisschen mürrisch sein, weil wir uns länger nicht mehr blicken gelassen haben, aber allein die Schattenläuferfälle werden ihm schon wieder glücklich machen. Bin ich mir fast sicher. So, da hatsch mal da Ruf. Servus Pablo. Alles klar bei dir? Schaut so aus. Hallo, Bospa. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ja, ja. Ich brauche neue Felle. Hast du welche dabei? Ja, sicher. Was glaubst du denn, Chef? Bitteschön. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Fell von Wargen? Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Jupp. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Das werden wir machen. Ich bedanke mich und sage ciao. Wie viel Kohle haben wir jetzt? Wow, 17.596. Sehr gut. Auf zum Markteplatze. Dort werden wir uns die ganzen Krallen und den ganzen Schmarrn. Nee, ich glaube, da im oberen Viertel gibt es, glaube ich, auch keinen, der mehr Geld für Krallen zahlen würde. Glaube ich halt mal. Gleich geht das Beten wieder los. Und oder die Predigt, besser so. Nicht beten, sondern Predigt. Ja. So, ja. Ich würde sagen, Zuris kriegt den ganzen Ramsch. Servus. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Dann werden wir auch versuchen, ihm seinen Trank zu stibitzen. Was hat er? Maximal Lebensenergie. Ah, noch nicht, mein Bester. Noch nicht. Zuerst bekommst du mal unser Klumpert. Also alles, was wir nicht mehr brauchen können. Unter anderem denke ich auch Schriftrollen. Ja, die Windfaust, die kann er alle haben. Die habe ich umsonst gekauft. Die ist fürchterlich. Ich würde sagen, die Windhose kann er auch behalten. Verwandlung in einen Varan, Snapper, Schattenläufer, Dings, tun wir auch weg, tun wir weg. Feldräuber tue ich auch weg. Feuerwaran tue ich auch weg. Boah, ganz einfach. Was hätten wir noch?
Genau, die Schattenläuferhörner helfen uns nichts mehr, leider. Die Steingolem-Herzen weiß ich nicht, ob wir das brauchen werden. Die Feldräuberzangen tue ich auch mal weg. So. Dann. Worum soll ich mich denn? Flügel, die gehen wir auch mal her. So. Was hat er hier? Eine Hake. Goldene Halskette. Dann haben wir hier Minecrawler-Zangen. Sekret und so, das lassen wir mal. Knochen eines Goblins. Wow, da haben wir haufenweise Zähne. Gleich mal weg damit. Wow, langsam. So, dann haben wir hier Kopf der Fangheuschrecke. Da scheinen wir auch nichts damit machen zu können. Und es wird noch viel schlimmer. Ja, dieses Graffel, ne, wäre besser bei einem anderen Händler abzugeben. Der kriegt ja halt nur so solche komischen Items. Da, Krallen kann er haben. Ja, dann sind wir eh schon so weit, ne? Fast. Upp. Haben wir schon die 20.000. Dann schauen wir mal, was ist das eigentlich? Haut eines Reptils. Ich glaube nicht, dass wir damit was anstellen können. So. Ah, schau, Sumpfkrautstängel, die kannst du auch haben. Lasst mir 10 über und dann passt das schon. Alte Steintafel, die gehen wir auch sofort beim Dingens ab. Beim Watras. So, ich glaube, sollen wir noch was verkaufen? Feuergolem, Dämon, Steingolem. Ich weiß nicht so recht. Meinen Sie das anders? Ja, dein Mann ist mir jetzt wurscht, Schnucki. Ich glaube da nicht dran. Ah ja, wir können die Mana-Tränke verkaufen. Die brauche ich auf keinen Fall, also nicht so viele. So, weg damit. Ach, erzähl mir nicht so. Die kannst du alle haben. Huch, und die auch. Wir haben eh noch die Kräuter, das ist mehr als genug. Schlimme Zeiten sind das. So, ich glaube. Erzähl ich gar nichts mehr. So weit, so gut, hätten wir alles. Passt. Dann tun wir da beenden. Das ist mal wieder typisch. Dann tun wir speichern. Gleich hier rauf. Und dann probiere ich ihm das Zeug hier, den Trank zu stibitzen. Schau mal. Ja, es hat hingehauen. Trank erhalten. 120 Erfahrungspunkte dazu. Und was wäre das jetzt für ein Trank? Den ganzen Tag. Dürfte sich um so einen gehandelt haben, ne? So ein stinknormaler Trank. Passt. So, wir haben genau die Steintafel noch. Die gebe ich noch ab für ein paar Erfahrungspunkte und für ein sauberes Inventar, also ein besseres Inventar. Und dann gehen wir schon wieder zurück zu Benga. Kaufen uns die tolle Rüstung und er kann unsere alte da wieder, also kann die alte da haben. Hallo, Watras. Wegen Waffenhändler Steintafel. Da bitte sehr. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Danke. Danke für die... Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Wo? Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Ja, sicher. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten, das ist auch gut. Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Mhm. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Ja, danke. Gibt's noch irgendwas? Kräfte steigern? Nein. Fragen wir noch wegen dem Waffenhändler. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der die Waffen liefert. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferungen mehr tätigen kann? Ja, Martin und so. Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte. Ja, genau, so war das. Tschü. Passt. Das habe ich ja vermasselt, ne? Passt. Zurück zu Onas Hof. Da. Und wo ist die Sense? Da. Aber Innos sah, was geschehen war. So, Horuk. Und Bram. Da sind wir auch schon wieder. So, mein lieber Benga.
Boah. Die Rüstung hat es echt in sich. 20.000 Goldmünzen. Bei dem Gedanken und der Aussprache habe ich sofort einen Frosch im Hals. Das Ach ja. Hallo Bennett. Ja, ne? Gib rück rüber das gute Stück. Ist es wirklich viel? Naja, okay. Wir haben 30 Schutz vor Waffen mehr und vor Pfeilen ebenfalls. Ja, ist ja wurscht. Gib her den Dreck, bitte. Wir brauchen sie sowieso. Das ist die beste Rüstung, die ich je gemacht habe. Ein wahres Meisterstück. Ja. Und tschüss. Dann schauen wir mal, ne? Tun wir mal Glübchen. Da ist sie, unser gutes Stück. Ja, Schutz vor Feuer 100 und vor Magie 50. Oh, ne? Jetzt sind wir durch und durch schön gepanzert. Du, Bennett. Hey, you. Du kriegst noch was von mir. Zubehör zum Schmieden. Blabla, das überspringe ich mal. Ein bisschen. Und du kriegst... Huch, die da. 1800 kriegen wir noch. Ist ja... Musst ja fast weinen, oder? Naja, was soll man machen? Ist halt so, ne? Schmieden... Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Fragen wir da mal nach. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Hör zu. Ich glaube, ich hatte gerade eine geniale Idee. Okay. Erzwaffen mit Drachenblut überzogen. Ja. Ich weiß auch schon genau, wie ich es mache. Ja. Ha, willst du es wissen? Ja. Schwere Erzschlachtklinge. Erzschlachtklinge. Langschwert. Das ist eine Schlachtklinge. Ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Du brauchst wieder Lernpunkte dafür. Warte, ich mach mal zurück. So, speichern, weil die Waffe müssen wir auch machen. Sonst kommen wir da nichts weiter. Das ist ja das, ne? Warte so. Mal. Ja. Ich probiere einfach mal die stinknormale. Ich will. Ja. Ich, die Schwere weiß ich nicht. Ob die Schwere nicht vielleicht ein Achthänder, genau. Ein Achthänder, sicher. Das ist ganz normal, dass jeder acht Hände hat, ne? Ein Zweihänder ist, wollte ich sagen. Ich schaue es mir nur kurz mal an. So, wir haben eh gespeichert. Tschüss. Ich schaue es mir nur kurz mal an. Womit denn? Ach ja, mir fehlt ja was. Da, geht das? Ja. Das reicht. So. Amboss. Gewöhnliche, nein, Erzwaffe. Die schwere Erzschlachtklinge. Großer Erzdrachentöter. Erzdrachentöter. Ich probiere den da mal. Was bist du für eine Waffe? Halt, so wollte ich das nicht. Was bist du für eine Waffe? Wahrscheinlich brauche ich wieder sakrisch viel Stärke. Ja, es sind Zweihänder. So, laden. So wie es ausschaut, brauche ich gar nichts lernen. Das kann ich schon, das Erzdrachendings. Ich probiere die zweite Variante. Womit denn? Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Bitteschön. Was? Das reicht? Ich muss mir das mal anschauen, ne? Wir brauchen sie leider, es ist halt so. Die Erzwaffe bitte. Großer, nein, den Erzdrachentöter bitte. So, bist du eine Einhandwaffe? Ja. Aber 140 Stärke brauchen wir. Alter Schwede. Hust. Rechnen wir mal zusammen. Wenn die Klaue Belia richtig Damage macht, ne, wir haben jetzt da 105, 107, 147 Damage, wenn sie trifft, ne, so richtig mit Bonus und so. Und, boah, ist da auch nicht viel Unterschied, ne, ist halt ein Zweihänder. Aber da schau mal, ne, boah, Einhandtalent kriegt man halt auch dazu nochmal. Ich will gar nicht wissen, wie viel Stärke wir nur haben. 86 Stärke haben wir nur. Ja, das ist nicht viel.
Boah, ich würde halt schon liebend gern die Klaue behalten, ne? Wie gesagt, das schauen wir uns echt an. Also wenn ich wirklich nur mit, also die Drachen nur mit einer Drachen... Ich wundere mich aber gar nicht. Erzklinge, sage ich jetzt mal, besiegen kann, dann muss ich das halt so machen. Aber fürs Erste wird mal die Klaue bei uns bleiben. Da bin ich sehr stark dafür. gut. Was machen wir als Nächstes? Was stellen wir als Nächstes an? Wir haben uns jetzt neue... Hoppla, falsch. Wir haben uns jetzt neue Ausrüstung geholt. Ah ja, Lobards Ork-Problem verflixt, das muss ich auch noch fertig machen. Meister der Drachen. So, Xathas Buch, bla bla, geheime Nachricht und ein seltsamer Schlüssel. Ja, ja, das haben wir schon gemacht. 1 von 2. 2 von 2, aha, okay. Gut. Und ansonsten ist da nichts. Ja, wir waren ja unten, ne? Wie haben wir das jetzt? Das müsste jetzt hier alles erledigt sein, ne? Wir können aber mit Lee einmal sprechen, da wir ja gerade hier sind, denn es ist momentan, Corinis ist ja frei, wie wir wissen, ne? Halt, ich muss da rein, bitte. Hallo Lee. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Aha, das interessiert ihm gar nicht, okay. Das ist eine schlimme Sache. Gorn, du irgendwas? Nö. Meine Meinung wäre. Fein, dann ist da nichts. Dann können wir noch zu dem Vasili darüber gehen. Da kriegen wir noch ein paar Münzen für die Alten, weil er sammelt die ja. So, hallo Vasili. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Passt. Das haben wir auch. Oh, gut. Was nun? Wir könnten ja auch Stärketränke produzieren. Ne? Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wir müssen ja nicht alles trainieren. Ne? Wir können ja einen Teil davon können wir herstellen. Ne? So quasi, ja, es wird auch nichts anderes übrig bleiben eigentlich, ne? Ich wollte zwar 21 Stärke wären das dann, was wir dazu kriegen würden. Vielleicht können wir noch irgendwo ein paar Drachenwurzelchen kaufen, das ist ja auch nicht so verkehrt. Boah, aber, ne? Ist nicht so schlecht. So, warte. Buch und so, ne? Wo stand denn jetzt schnell die Notiz, was wir jetzt alles brauchen? Steckbrief, Befehle, nein. Xathas Brief, zerknüllter Brief, da. Ach ja, zu Greg müssen wir auch noch. Ja, das bringt nichts. Zu Greg müssen wir ja auch noch. Jetzt ist die Frage, ob der Hautdegen noch da oben ist, ob das reicht. Oder ob wir jetzt wieder rüber müssen zum Piraten. Gar nicht Nest. Mehr, ich denke, zum Piratennest, wenn wir gehen, ist besser, denke ich. Wundere mich aber gar nicht. Das heißt, die müssen uns wieder porten, ne? Durchs Portal mehr, hüpfen. Und dann zu dem guten Hartschen. Also Taverne einmal. Ich hätte das anders gemacht. Huruk. Da. Dann, hui. Darüber. Und ich glaube, ins Minental müssen wir, glaube ich, auch noch einmal. Da hat ja irgendwer was vom Minental und so geschwafelt. So, schön hatschen. Ja. Da rein. Hui. Ach, es ist schon schön, mit neuem Equip durch die Gegend zu laufen. Ist schon was Feines, muss ich sagen. Ja, hier ist es wieder ein bisschen dunkel. Ich spare mir jetzt aber das Licht, da wir eh gleich durchs Portal hatschen. So, ja, noch ein kleines Stückchen. Ein bisschen noch. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wegen Logbuch und so, ne? Weil der Greg vermisst ja sein Logbuch eigentlich. So, schön laden. Boom.
Sehr gut. Noch ein bisschen hatschen. Ja, ja, du brauchst da nicht diese bedrohliche Musik zu machen. Das ist davon. Wieso ist hier ein Skelettmagier und überhaupt Skelette? Und was geht hier ab? Katschanga. Komm, stipp weg. Stipp weg. Passt. Auch. Passt. Was soll das? Warum sind hier Skelette? Nichts, da ist nichts zu holen. Da war ja vorher nichts. Und die Wasser. Oh doch, sind die da? Was geht hier vor sich? Naja. Zum Canyon. Da sind Ratten, okay. Sind alle wiedergekehrt sozusagen. Boah, da haben wir dann Arbeit. Da können wir noch Erfahrungspunkte sammeln, bis wir schwarz werden. Da können wir bis ganz runterlaufen. Das ganze Gebiet nochmal durchforsten. Dann ist hundertprozentig... Wow, im Minental sind ja auch noch was. Komm, stipp weg. Au, du Sauviech. Wow, das hat ja fast keinen Damage gemacht. Na komm daher. Blödes Mistvieh. Katschanga. Passt. Sind die Viecher hier auch schon? Ist ja übel. Ich will ja gar nicht auf den Sumpf denken. Wie schaut's denn dann bitte aus, wenn wir im Sumpf sind hier? Bist du gescheit. Na, da haben wir ordentlich was zu tun. Wenn es jetzt hier auch Drachenschnappis gibt. Ja, Heuschrecken, ne? Was? Die ist hin. Die ist auch hin. Das ist ja echt krass. Also wenn wir dann wenn wir dann den Endgänger nicht schaffen, dann ist sowieso alles zu spät. Es ist ja gefällt, Leute, ey, geht's euch gut? Ja, da passt. Der hat sonst keine Beschwerden. Dann gehen wir mal zu Onkel Greg. Und dann denke ich mal, ist der Part dann eigentlich schon zu Ende? Ja. Das tut er sein, in der Tat. Boah, wenn ich denke, das ganze Gebiet nochmal ablaufen. Ja, was soll man machen? Es ist halt so, ne? Von mir erfährt keiner was. Ja, ist auch nicht schlecht. Hallo Greg, wir haben da was für dich. Ich hoffe, das geht. Ach so, das auch noch? Raven ist erledigt. Oh. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Wow. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Danke. Eine Sache noch? Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Schiff? Okay, nix. Das war ein Schuss in den Ofen, hierher gegangen zu sein. Jo, das war's dann scheinbar. Wartet mal, ich schau mal, das gibt's ja nicht. Logbuch von Greg, haben wir es überhaupt gelesen? Natürlich haben wir es gelesen. Naja, ist auch komisch, ob das unbedingt da unten im Kloster war, ne? Und dass die Hallen hatten wir noch nicht gelesen. Oh, da geht's weiter. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verblendeten Nans sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diesen Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Das ist sicher Xardas gewesen, oder? Und jetzt? Warte mal. Hier? Jetzt, ich habe gesagt, ich kann von einer Geheimbibliothek reden, sie muss hinten, ich muss nochmal zum Kloster, da wäre es weitergegangen. Nein, das habe ich ja gemacht. Ja,
Da kannst du ohne weiteres so spielen. Keine Ahnung. Und jetzt vielleicht das da? Nein, das bringt sie nichts. War nur eine Idee. Okay, dann vielleicht noch Brief Xadas. Das ist das. Dann hätten wir noch den da. Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Mist, da hätte ich noch was machen müssen, ne? Ich Eumel. Hahaha. Oder? Nee, oder? Dann müsste ich doch fertig sein. Ist wurscht. Das wird das Problem im nächsten, also unser Problem im nächsten Part sein. Oder auch schon deren Lösung. Auf jeden Fall, wir haben noch viel zu tun. Es gibt sehr viel zu tun. Ich mache mich jetzt mal ein kleines bisschen schlau, wie es jetzt hier weitergehen wird. Ich denke aber mal... Ich hätte das anders gemacht. Ja, ich denke mal vielleicht im Kloster noch was. Oder bei Lord Hagen. Das kriegen wir schon raus. Da mache ich mir keine Sorgen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen... Oh, da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Das war's, Restlösung. Jetzt geht's wahrscheinlich weiter. Die Karte habe ich nicht angeschaut. So, nochmal. Nochmal von vorn. So, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!